Preiset den Mottenmann! Er ist großartig! Okay, Hugo hat mir erklärt, dass er die Blaupausen nicht selbst lesen kann und ich sie deshalb seiner Tochter Audrey im Meteorologiesektor bringen soll. Jawohl, da war doch zuletzt, glaube ich, hatten wir da diese lustige Sequenz, wo wir spezielle Pilze oder Pilzsporen einatmeten und dann von Schatten angegriffen wurden, oder? Irgendwie so war das doch. Und wir haben noch weitere Dinge erfahren, die ich allerdings schon wieder vergessen habe. Da müsste ich nochmal ins Video reingucken. Wir haben auf jeden Fall die eine nette Dame getroffen. Und jetzt geht's in den Meteorologiesektor. Mal kicken, was da los ist. Ich finde es ja immer noch klasse, dass dieses Update vollkommen kostenfrei kam. Ui. Hallo. Robohirn, Kriegsstratege. Ich mach dich Feuer. Da ist noch einer, gell? Jawohl. Nimm mal lang. Kabumm. Ah, hier geht's gar nicht rein. Doch. Einfach aufmachen, ne? Warte mal. Hübsches Bildchen. Kann man mal mitnehmen. Das sieht aber ganz schön gruselig aus hier unten, du. Eine X01 Helmlampe, die nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, ob wir die großartig brauchen, aber hey. Mod ist Mod, oder? Na gut, wir müssen hier runter. Bisschen Käse mitnehmen. So. Hallo. Du da. Wer bist du? Was machst du in meinem Labor? Gerötete Augen, schrumpelige Haut. Die hat doch zu viel geraucht, oder? Bist du Audrey? Wer hat dir das gesagt? Egal. Ja, ich bin Audrey Stolz. Und du bist in meinem Labor der bunte Hund. Dann kennen wir uns jetzt. Ist doch großartig. Hier super. Herrscht schon genug Chaos, weißt du? Die Maschine ist kaputt, überall liegt Gerümpel und diese elektrisch geladenen Irrenstreifen umher. Würdest du also aus meinem Labor verschwinden, wenn es keinen Grund für deine Anwesenheit gibt? Die ist aber sehr freundlich, ne? Also pass auf, ich habe hier Blaupausen für dich. Was ist das? Oh, die Blaupausen. Ja. Fantastisch. Schickt mein Vater dich? Heuern wir jetzt Leute von außen für Botengänge an? Vergiss es, spielt keine Rolle. Alles, was für mich zählt, sind diese Blaupausen. Erzähl mir mal etwas mehr über deine Wettermaschine. Der Name verrät schon alles. Früher haben wir damit das Wetter gemacht. Wir haben es überwacht, kontrolliert. Solche Sachen halt. Ich glaube, mein Vater holte dieses Projekt an Bord, um den Vorstand dazu zu bringen, diesen Vault zu genehmigen. Mit etwas Vetternwirtschaft kam ich ins Spiel. Meinem Vater war meine Meinung egal, dass diese Maschine nichts für mich wäre. Letzten Endes stellten wir die Forschung ein, nachdem die Bomben fielen. Später haben wir sie aus einem wichtigen Grund wieder aufgenommen. Mehr möchte ich dazu lieber nicht sagen. Sorry, schließlich kennen wir uns kaum. Halbe Lebensgeschichte erzählt, da war alles gut. Mein Vater will sie repariert haben und es wäre schön, wenn er mich nicht mehr damit nervt. Aber schön, dass ich jetzt die halbe Lebensgeschichte kenne. So, Blaupausen geliefert, ich bin fertig hier. Ja, ja,
Ausgezeichnete Lieferung. Du kannst dann wieder gehen. Wobei, warte einen Moment. Ein helfender Lakai könnte von Nutzen sein. Darf ich das kurz durchgehen? Hier ist eine Belohnung. Während ich diese Blaupausen prüfe, kannst du deine Kronkorken zählen. Komm wieder, wenn du mehr willst. Das ist das, was ich hören wollte. Kronkorken. Sonst hättest du mir den Buckel runterrutschen können. Das sind schöne Blümchen. Stimpak, Redaway, Wasser, Cassidys Lieblingsgemälde. Wow. Besser als alles, was wir in ESO bekommen haben. Unterkunft suchen. Perfekt. Die Blaupausen zeigen genau, welches Teil wir brauchen. Okay, was brauchst du? Nun, ich könnte jemanden gebrauchen, der schon mal draußen war. Deiner Haut nach zu urteilen, bist du wohl nicht von hier. Ich bin gulifiziert. Das heißt, du kommst von draußen. Damit eignest du dich perfekt. Glaub es oder nicht, das Shenandoah Besucherzentrum hat ein Gerät zur Wetterüberwachung. Zwar ist es deutlich simpler als unseres, enthält jedoch Teile, die du in keinem herumliegenden Toaster findest. Es wird zwar nicht perfekt passen, aber wenn es dem kaputten Teil auch nur leicht ähnelt, sollte ich es mit ein paar Kniffen zum Laufen bringen können. Um sicher zu gehen, werde ich noch etwas vorarbeiten und die Blaupausen weiter analysieren. Bleibt nur noch das Teil auch zu beschaffen. Würdest du das erledigen, wenn es okay ist? Ja, meine Geldbörse freut sich. Danke. Das Besucherzentrum liegt nördlich des Anwesens auf der Klippe. Es wird vermutlich leer stehen. Das Gebäude ist nicht allzu groß, du solltest also rasch fündig werden. Bring mir das Teil, sobald du es hast, okay? Okay. Shenandoah, Besucherzentrum. In der Nähe vom Thunder Mountain Umspannwerk. Was ist das für ein hässliches Foto von mir? Wahrscheinlich eine Daily. Das Event von hier habe ich auch noch nicht wieder gesehen. Ist das immer noch deaktiviert? Weil verbuggt? Was mache ich bloß, wenn diese Dinger zurückkommen? Das ist ja auch irgendwie eher so naja gewesen, finde ich. Oh, Brenny ist fast kaputt. Brenny braucht eine kleine Reparatur. Ah, die kriegt Brenny. Ich mag Brenny. Brenny ist das Beste überhaupt. So, da sind wir. Great Tortoise, famous cigarettes. Brenny braucht Liebe. Brennende Liebe. Oh. Ja, hallo. Hallo auch zu dir. Entschuldigung. Ich will die Dinger haben. Ich will diese Dinger haben. Die sind ja kriminell geil. Entschuldigung. Hallo? Kevin? Kevin! Oh, wer bist du? Bitte, 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 tu mir nichts. Ist das der Bruder vom Kelvin Harris eigentlich? Pass auf, Kevin. Du hast von mir nichts zu befürchten. Ich suche nur die Wetterüberwachungsmaschine. Oh, wirklich? Huch, da bin ich. Erleichtert. Und du hast einen wahnsinnig hübschen Schnauzer. Dafür musst du in meinen Bunker gehen. Allerdings gibt es ein kleines Problem. Die Tür zu meinem Bunker ist von innen blockiert. Hab mich ausgesperrt. Ich wollte nur ein paar dringende Sachen besorgen. Da ist es passiert. Sonst bleibe ich die meiste Zeit im Bunker. Egal, denn zum Glück gibt es im Keller dieses Gebäudes einen zweiten Eingang. Ist nur ein bisschen gefährlich, leider, oder? Aber wimmelt es da drin nur so von Freaks?
Ach. Keine Ahnung, wer die sind oder was sie wollen. Hab die noch nie gesehen. Aber sie wirken nicht gerade freundlich. Ich kam gerade nichtsahnend hier rein, als ich diese gruseligen Gesänge hörte. Und Gerede von einer Alex, die sie wegen eines Opfers hergeschickt hat. Ich habe sie eingesperrt. Ich glaube, sie haben nichts bemerkt. Aber wenn sie das tun, werden sie sicher sauer. Also ich glaube, Alex ist eigentlich Alexa. Aber mache ich. Dann haben wir eine Abmachung. Komm und gib mir Bescheid, wenn sie alle, naja, tot sind. Mach ich, Kevin. Mach ich. Hast du noch Loot hier für mich? Jawohl. Also, in den Keller. Ich will diese Dinger haben. Diese Schaukästen, die sind ja klasse. Boah, ich will die sowas von haben. Ich will sie alle. So, guten Tag, hallo, Alexa. Achso. Kultisten? Das heilige Land wird mich empfangen. Hi. Na? Bisschen Geld noch einsacken. Cool. Das Teil gibt's, glaube ich, tatsächlich. So. Ach so. Das war's dann quasi schon. Das war der Rundgang, oder wie? Ah. Ach, Kevin. Ich will die Dinger haben. Kevin! Ich habe keine Schreie mehr gehört. Also wollte ich nach dir sehen. Ich wollte nicht abhauen. Ja. Gut, jetzt Maschine bitte. Wie abgemacht. Komm, wir gehen zu meinem Bunker. Da ist die Maschine drin. Kevin, ich sag's dir, wenn du mich verarschst, ne? Der verarscht mich doch. Der ist einfach durch die Tür gegangen. Und vorbei an der Radkakerlake. Ich hab's genau gesehen. Kevin? Nimmst du mich hier gerade auf den Arm? Ich trau dem Kerl nicht. For Anchorage, for America, for democracy. Kevin, du wirst angegriffen. Das juckt ihn halt auch einfach gar nicht, ne? Dieser Kevin. Das sieht also, sehr creepy Maschine, aus. Die Maschine, die du suchst, ist gleich da drüben. Ist schwer zu übersehen. Danke. Ah, er hat auch das Restless-Leg-Syndrom. Der arme Mann. Ich hab deiner Frau die Brille geklaut. So, das Wettermaschinenersatzteil. Ganz langsam, ganz vorsichtig. Mit Brenny raus. Feuern. So. Mach's gut, Kevin. War schön mit dir, Kevin. Dieser Kevin. So.
Miau. Hast du das Teil gefunden, das ich brauche? Jo. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Zugegeben, ich war etwas unsicher, ob es dieses Teil wirklich noch gibt. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr in Gefahr gebracht. Ah, ist kein Thema. Ich bin die Gefahr. Ich wusste, dass du den Auftrag erledigst. Abgesehen davon habe ich hier noch nie von einem Kult gehört. Allerdings hat mein Vater nie etwas von der Außenwelt an mich herangelassen. Er war ziemlich beschützerisch. Ich frag mich, was die dort wollten. Keine Ahnung, irgendwas mit Mottenmann und Alex. Alex? Nein, das kann nicht. Sorry, ich kannte eine Alex. Als die Bomben fielen, wurden wir getrennt. Keine Ahnung, was mit ihr passiert ist. Muss jemand anders sein. Würdest du das Teil für mich anbringen? Nach meinen Modifikationen sollte das kein Problem mehr sein. Alle Anschlüsse sollten jetzt entsprechend passen. Ich würde es selbst tun, aber ich muss mich kurz sammeln. Nein, ich muss meine Werkzeuge sammeln. Ich komme gleich nach. Sie hatte also auch eine Alexa zu Hause. Das ist aber gut. So, ich sehe gerade, wir haben ein bisschen Durst und ein bisschen Hunger. So. Das können wir uns auch noch. Ich habe leider keinen Besuchertee mehr dabei. Oder habe ich noch einen? Nee, nur noch Dosenkaffee. Naja. Okay. Dann müssen wir das Ding irgendwo hier anbringen. Das heißt, wir werden wieder suchen dürfen, oder? Naja, so wild ist es gar nicht. Einfach hier hoch. Teil mit Brenny ersetzen, wieder anschweißen und fertig ist das Ding. Eintrittskarte zur Vergeltung. Oh, das bloodied das Teil. Cool. Was ist das für eine Waffe? Ist das ein Gleisgewehr? Das ist ein Gleisgewehr. Oh, geil. Ein blooded Gleisgewehr. Nice. Geil. Gut. Ich habe meine Werkzeuge beisammen. Zeig mal, wie du das Ding angebracht hast. Passabel. Du hast ein paar Anschlüsse vergessen, aber für den ersten Versuch an einer Wettermaschine war das nicht übel. Jetzt brauchen wir nur noch einen Scan vom Auge meiner Mutter. Im Falle eines Neustarts hat nur sie die Autorität, um die Sicherheitsprüfung zu überbrücken. Oh, das war doch die Verlorene. Audrey, ich dachte, ich hätte dich hier drin gehört. Oh, du bist auch hier. Gut, hi. Wir können dich gebrauchen. Es gibt einen Notfall. Deine Mutter ist fort. Was meinst du mit fort? Ich dachte, ihr Zustand sei stabil. Nein, so meinte ich es nicht. Sie ist nicht in ihrem Zimmer. Sie wurde entführt. Oberlin hat mir eine Nachricht vorgelesen. Irgendeinen Unsinn über einen Mottenmann. Mutti! Da hat wahrscheinlich diese Alex was damit zu tun, oder? Alex? In einem Kult? Unmöglich. Ich habe mich um sie gekümmert. Was hast du gesagt? Nichts, Liebes. Ein Versprecher. Nein, du sagtest, ich habe mich um sie gekümmert. Würdest du erklären, wie du dich um sie gekümmert hast, Vater? Nun ja, du solltest es eigentlich nicht erfahren, aber sie hat unsere Zukunft und die unseres Unternehmens gefährdet. Ich musste dafür sorgen, dass du bei uns bleibst. Ich tat nur, was ich tun musste. Ich bin nicht überrascht. Ich ahnte, dass du hinter ihrem Verschwinden steckst. Wie war das Glück deiner Tochter bitte je eine Gefahr? Du hast über jede einzelne Sekunde meines Lebens bestimmt. Und das hat mich todunglücklich gemacht. Aber, das stimmt doch nicht. Du hast immer gerne rumgetüftelt und so. Ich habe bloß dafür gesorgt, dass du dich in Sicherheit auf das Wesentliche konzentrierst. Die Familie. Und sieh dich um, wie gut alles funktioniert hat. Die von dir gebaute und gewartete Maschine ist ein wahres Meisterstück.
Bist du irre? Sieh uns an! Siehst du die Verlorenen überall? Mutter liegt in einem verdammten Koma! Was genau daran hat gut funktioniert? Gegen die Unvernunft ist kein Kraut gewachsen. Ich brauche etwas frische Luft. Das ist ja bitte besser als RTL-Nachmittagsprogramm, oder? Fantastisch. Sie wird zu Sinnen kommen. Sie hatte immer schon eine Vorliebe fürs Dramatische. Ganz wie der Vater. Aber wir haben Wichtigeres zu bereden. Wir müssen meine Frau retten. Und zwar pronto. Und du hast mehr als bewiesen, dass du fähig genug dafür bist. Bitte sei mir also dabei behilflich. Na klar. Aber erstmal sag mir doch, was meinst du denn mit du hast dich um sie gekümmert? Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ach, komm sie schon. War nicht gut für meine Tochter und für das Familienunternehmen. Ich musste das Unternehmen beschützen und vor allem Audrey vor ihren kommunistischen Ideen. Ah, diese verdammten Kommunisten. Können wir uns jetzt auf das wahre Problem konzentrieren? Nämlich Alex? Das wird noch richtig Lindenstraße. Oh, geil. Na gut. Wunderbar. Diese Maschine zum Laufen zu bringen, ist in aller Interesse. In der Nachricht der Entführer wird eine alte, verlassene Mine erwähnt. Ich weiß, dass es in der Gegend so eine gibt. Ich hätte sie einmal fast gekauft für... aber das ist jetzt nicht wichtig. Gib dich als Kultist aus. Vielleicht tun sie Cassidy etwas, wenn sie einen Eindringling bemerken. Finde heraus, wo sie ist und beseitige Alex. Ich erwarte, dass du dich besser schlägst als die letzte Person, die ich geschickt habe. Oha! Das heißt... Der hat schon mal jemanden geschickt, um Alex zu erledigen. Seid ihr euch sicher, dass das dieselbe Alex ist, die ihr kanntet? Das wissen wir nicht. Aber der Söldner, den ich anheuerte, kam nie zurück. Vielleicht lebt sie noch. Und sagen wir einfach, dass sie verschroben genug war, um sich einem Kult anzuschließen. Es ist also möglich. Aber auch wenn es nicht dieselbe Alex ist, hat der Entführer meiner Frau den Tod verdient. Naja, gut. Ich guck mal. Tarnen, nicht selbst einer werden. Aber ja, darauf läuft es im Grunde hinaus. Ich bin schon Mottenmann-Kultist durch und durch. Auf dich ist nun mal Verlass. Jetzt brich auf. Ich kümmere mich um Audrey. Komm ins Atrium, wenn meine geliebte Cassie sicher ist. Sobald du deine Mission abgeschlossen hast, werde ich jemanden schicken, um sie zurückzubringen. Okay. Preiset den Mottenmann! Er ist großartig! Motti! Er ist heilig! Okay. Alte Minen von Krimora. Krimora, da gehen wir zum nackten Krieg. Preiset den Mottenmann in seiner Weisheit und Güte! So. Ich überlege schon länger, mir mal so ein Bild mit dem Gleisgewehr zu machen, und ich glaube, das könnte eventuell der Beginn einer Freundschaft sein. Aber erstmal bleibe ich bei Brenny. Brenny kann nämlich schweißen. Brenny kann anzünden. Brenny kann alles. Brenny ist super. Und ich habe mir erst vor kurzem einen zweiten Brenny gekauft. Den möchte ich blutig machen. Das wird dann ein blutiger Brenny. Also ich hoffe, dass ich den blutig machen kann irgendwann. Finde eine Tarnung und lege sie an. Habt ihr eine Tarnung für mich? Nee, ne? Schade. Ja gut, aber leuchtendes Fleisch kostet ein bisschen was, das ist aber gut. Ja, ich bring den einfach um und dann lege ich die Tarnung an, oder? Wäre so der Plan gewesen, ich fackel die einfach alle ab. Keine Zeugen, alles gut.
Sauberer Bergarbeiterhut, der ist bestimmt was wert. So. Oh, oder wir machen das einfach so. Oh, Gegenstand kann nicht ausgerüstet werden. Ich glaube, das liegt an der Powerrüstung. Was ein bisschen doof ist jetzt. Weil ich ja dann überladen bin, ne? Aber ich habe ja hier Kultisten ältester Gewand. Das müsste doch auch gehen, oder? Ist doch auch eine, oder? Das müsste doch eigentlich als Tarnung. Es zählt garantiert nicht als Tarnung, aber ich weiß jetzt auch nicht, was ich sonst machen soll, weil das Teil ist leider verschwunden. Ich gehe einfach rein. Ich gehe einfach rein und tue so, als wäre ich. Das ist Tarnung genug. Ich habe genug Charisma, um mich da rauszureden zur Not. So. Preiset den Mottenmann! Hi. Oh. Okay, wir haben uns für den brutalen Weg entschieden. Die Tarnung ist aufgeflogen. Ja. Ich hatte eh keinen Bock. Es ist unter Sonstiges. Oh, das könnte sein. Ich schau gleich. Es wäre dann Diverses. Aber ich glaube, wir haben nichts mitgenommen oder so. Nee. Ja, ich hatte eh keinen Bock. Ich wollte sie sowieso alle umbringen und... Komm. Hi. Jünger Blair. Hi. Ich habe mich für die blutigere... Ah, Passwortzettel. Das ist bestimmt gut. Um Pepper zu passieren, muss man mit Peppers Pappenheimern über Peppers Okay. Hugo muss zahlen. Au! Au! Scarlett, so geht's nicht. Hallo, ich möchte hier lesen, verdammt noch eins. Mann. Oh, Pepper ist auch tot, schade. Ich kannte Pepper kaum. Ich wollte doch ein bisschen zumindest... Okay, die waren Raider oder was? Ja. Sie fehlt mir. Oh, es geht um Audrey. Okay, das ist dann wohl die Alex. Das sind die Sachen von Alex und der Hugo ist ein Psychopath laut ihr. Wissen wir das auch. So, jetzt schauen wir mal. Tarnung. Pff. Tarnung. Hier wird nicht getarnt. Hier wird gebrannt. Psychopath ist noch eine nette Umschreibung. Ach, der Hugo. Der Hugo ist ein guter Geschäftsmann durch und durch, ne? Wissen wir doch. So, Leute, hi! Preiset den Mottenmann! Alex, hi! Wie kannst du es wagen, unser Ritual zu unterbrechen und meine kleinen Motten zu töten? Entschuldigung, die Verkleidung hat nicht funktioniert. Oh, warte mal kurz, ich komme gleich wieder.
Wo ist die Sau denn? Ach, da oben. Hey! So! Alex! Altes Haus! Wie kannst du es wagen, unser Ritual zu unterbrechen und meine kleinen Motten zu töten? Also, pass auf! 30 den Mottenmann und so, ich bin hier, um deine Gefangene zu befreien. Das kannst du vergessen. Und wenn du dich in unser Ritual einmischst, wirst du unser nächstes Opfer. Es gibt kein Uns mehr. Es sind alle tot. Aber was das betrifft, habe ich dann doch ein paar Fragen. Seltsamer Zeitpunkt für Fragen. Aber ich schätze, ich habe kurz Zeit. Schließlich will ich wissen, wer mir zum Opfer fällt. Es schaut nicht gut aus für dich. Was hat der Hugo dir angetan? Hugo bekam mit, dass ich nach ihrem Umzug nach Shenandoah noch Kontakt mit Audrey hatte. Da wollte er mich umbringen lassen. Na, ich sowas. Ich konnte dem Killer nur entkommen, weil genau im Moment seines Angriffs die Bomben fielen. Ich schlug mich in den Wäldern durch. Gerade so überlebend, als man mich entdeckte und zur Anführerin machte. Ich Glückspilz. Für meinen Racheplan gegen Hugo ist dieser Kult eine wirklich große Hilfe. Und ich bin nicht die Einzige. Viele hier wollen Hugo leiden sehen. Und du wirst ihm nicht im Weg stehen. Ja, Alex, es sieht nicht so gut aus für euch aktuell, möchte ich anmerken. Außerdem, ja richtig, genau. Wenn es keine Zeugen gibt, dann war ich zu 100% getarnt. Ich bin immer noch getarnt. Jetzt mal ganz ehrlich, warum denn die Cassidy entführen überhaupt? Ganz einfach. Es wundert mich, dass du nicht selbst darauf kommst. Wenn ich Audrey nicht haben kann, darf Hugo Cassidy nicht haben. Es war leicht, sie zu entführen. Ich musste bloß einige unserer Ghoul-Mitglieder davon überzeugen, dass der Mottenmann ein Opfer verlangt. Preist ihn! Sie haben sich nachts reingeschlichen, verkleidet als Bewohner von Vault 63. Zum Glück steht die Tür im Keller ja gerade weit offen. Jetzt warten sie alle darauf, dass ich ein super besonderes Ritual abhalte. Aber ich weiß immer noch nicht, wie genau ich es anfange. Na, das macht ja nichts. Sie sind ja alle tot, ne? Und ihr wart ein paar, oder wie? Audrey war die Einzige, die mich verstand. Wir sind uns vor dem Krieg in einem Buchladen begegnet. Oh Gott, ich vermisse sie. Ihr Vater hatte was gegen mich. Hielt mich für einen schlechten Einfluss. Und ich hielt ihn für ein Kapitalistenschwein. Das Familienunternehmen war alles für ihn. Was dem in den Weg kam, musste eliminiert werden. Schätze, ich war im Weg. Ja, die Untertitel waren auch schon mal besser abgestimmt, oder? Auf den Inhalt. glaubst du wirklich, Audrey würde das wollen? Sicher würde sie es verstehen. Aber sie, was aus mir geworden ist, sie würde mich eh niemals zurücknehmen. Naja, die ist auch ein Ghoul, also von dem her. Zurück an die Arbeit. Ja, gut. Pass auf, ich muss dich leider töten. Ha! Versuch's doch. Oh, gut. hab's versucht. Ups. Die Leiche ist nicht da. Glaube ich. Die ist nicht da. Zumindest nicht hier. Vielleicht ja woanders. Ist das hier so ein Jump'n'Run-Ding? Schaut fast so aus. Okay. Die Tarnung funktioniert hervorragend. Ich bin absolut zufrieden. Das ist die beste Tarnung, die ich jemals hatte. Ich tarne mich einfach in meiner Power-Rüstung. Und töte alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. So, aber was jetzt ein bisschen doof ist. Wo ist die Cassidy? Die Cassidy. Die Kesse.
Die absolut Kesse, die... Ach, komm. Lass mich hoch hier. Hopp. So. Ach so, und nochmals. Preiset den Bottenmann, ne? Ja, ja. Das ist das nächste Gefängnis. Da ist die Elisa. Abholauftrag, ja. Irgendein Ritual. Aha. Ja, also sie war jetzt... Ich bereue jetzt nichts, ne? Die Alexa, das war schon eine blöde Sau. Die hat auch Unschuldige ermordet. Sind wir ehrlich? Niemand mag die. Die Alexa. Alex, meine ich. Die Alex war auch... Also die war wirklich, also... Kein unbeschriebenes Blatt, würde ich sagen. Die war voll doof. Richtig. Ich finde auch, dass es verdient hat. Achso, hier waren wir auf jeden Fall schon. Okay. Ach, ich hasse diese Suchspiele hier in dem... Ach Gott, ey, das geht mir echt auf den Keks so. Das Gesuche. Dieses ewige... KG, Kackgesuche. Okay, ich glaube, wir haben's. Hey, da ist sie ja. Die Kesse. Die Kesse, Cassidy. Lass mal ein Foto von dir machen, schnell. Sie ist ja so Kess. Okay, erledigt. Wir können zurück zum Hugo.